Also, wir sind von der JURSH, ich bin die Mona. Und ich bin die Janine. Und wir sind heute zu Besuch in der Stechert Arena beim Heimspiel von den Brose Baskets. Heute interviewen wir die Cheerleader. Und danach noch einen Spieler. Und ja, und jetzt, 1,5 Stunden vorm Spiel, ist noch alles ziemlich leer. Außer die Spieler, die wärmen sich schon mal auf und die Cheerleader hatten noch gerade Training. Hallo, wir sind von der JURSH und sind heute bei dem Cheerleader, den Bamberg Pirates. Und jetzt haben wir ein paar Fragen an euch. Wie viele seid ihr im Team? Momentan sind wir, glaube ich, zu 14, ne? Ja, genau, 14 Leute momentan. Und wie sieht euer Training aus? Unser Training ist zweimal die Woche. Erst wärmen wir uns auf, dann dehnen wir uns und machen auch Spagat rechts und links. Und danach meistens Pyramiden oder Tänze. Okay, und gibt es ein Team, worauf ihr neidisch seid? Grundsätzlich eigentlich nicht. Also wir ja, holen uns da eher Anregungen von anderen Teams oder Ähnliches, aber ja, so dass wir da neidisch drauf wären. Ich meine, es ist gut, zwar eine Konkurrenz oder Ähnliches, aber ich meine, ja, wir haben hier unser Feld, wir haben hier unsere Tänze und ich denke, das sitzt auch soweit. Und sucht ihr vielleicht noch Mitglieder? Ja, wir suchen Mitglieder ab 16 Jahren und da ist einmal im Jahr auch Tryout bei uns. Okay, und jetzt gebe ich noch weiter an Mona. Okay, also wenn ihr zum Beispiel eine Pyramide baut und ihr müsst da oben stehen, habt ihr da Angst? Ja, also das ist natürlich schon ungewohnt, jetzt ein paar Metern über dem Boden zu stehen und weil es natürlich auch dann sehr wackelig ist, wenn man da auf Händen oder auf Schultern steht. Da kommt manchmal oft schon eine Angst auf. Ja. Und habt ihr euch dabei auch schon mal verletzt? Ja, so kleine Verletzungen wie blaue Flecken oder Kratzer gab es sicherlich, aber noch nichts Größeres. Okay, und ihr habt ja viele verschiedene Outfits. Schneidet ihr die selber oder kauft ihr die? Wir haben eine Schneiderin, die das für uns macht und ja, die bekommt immer unseren Auftrag und die setzt es dann um, so wie wir es gerne möchten. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wie viele Outfits habt ihr? Wie viele sind das? 9, oder? 9 Stück? Ja, so 9 Stück werden es sein. Ja. Okay, dann bedanken wir uns fürs Interview und wünschen euch viel Glück beim Auftritt. Okay. Und ja. Danke. Thank you.